Hier kann man auch nochmal einen Assassin abfangen. Schauen uns das dann nochmal genau an. Wir hatten das ja bisher nur einmal gemacht. Langsam der Taube näher. Okay. Ich tue mich langsam der Taube näher. Und schon haben wir die Taube. So, und jetzt können wir den Auftrag annehmen. Hier haben wir einen Assassin-Abfang-Auftrag, David Borgen. Ja, Belohnung 1500 Pfund geht, sage ich jetzt mal. Also wir sind ja schon jetzt ein bisschen verwöhnt so von den Schatztruhen und so. Und das, was man reinkriegen hier. So, David Borgen unterstützt abgelegene Siedlungen, um ihnen beim Wachsen zu helfen. Bedauerlicherweise hat er jedem geholfen, auch lokalen Templerführer. Seine Dienste werden nicht mehr benötigt. Ja, dann werden wir... das Attentatsziel ausfindig machen. Sag bloß, jetzt sind neue Feinde hier reingespawnt. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen frech, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, wo das Attentatsziel ist. Ach, hier. Okay, man sieht doch an der Minimap, sieht man jetzt so ein bisschen so ein grüner Bereich. Das heißt ja immer in den Assassin's Creed Spielen, hier in diesem Bereich, muss irgendwas sein. Aber wir haben jetzt keinen Zeitdruck. Also von daher, ich bin jetzt auch jetzt nicht so... Ach mein Gott, ja. Ich mache hier einen auf Michael Jackson. Was ist denn hier los, Shay? Sei doch mal normal hier. Also ich... Ihr seht nicht, ich habe einige Probleme mit der Steuerung. Ist nicht so einfach. Nicht so einfach. So, okay. Also das mit der Note, das machen wir gleich. Wir gucken jetzt tatsächlich das mit dem Abfang nochmal ab hier. Irgendwo muss doch der feine Herr sein hier. Ist er das hier? Ja, ne? Da können wir doch einen Kopfschuss machen, dann war's das doch. Oder? War es jetzt das falsche Ziel? Ja, okay, hier sind viele rot, ne? Also ich glaube, das Ziel hätte Gold sein müssen oder irgendwas so in der Art. Die Assassinen finden Abfang. Oh Gott, Assassinen greifen in... Ach, jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen Zeitdruck. Ich will die ganze Zeit runtergehen, aber er macht's nicht. Warum ist jetzt hier Zeitdruck? Ja, irgendwie hat's den nicht zerlegt, aber egal. So, oh, scheiße. Jetzt habe ich einen Zivilisten getötet. Das war auch keine Absicht. Oh, scheiße. Der will mich mit meiner Axt oder mit seiner Axt ein bisschen Bekanntschaft machen. Hier ist er. Mein Gott, was soll los? Oh, wir haben nur noch eine Minute. Wir haben jetzt fast alle auf uns gehetzt. Wir haben zwar eine gute Waffe, aber... ja. Das bringt halt auch nichts, wenn man ein bisschen Zeitdruck hat hier. Ich weiß nicht, ob wir das noch in der Zeit hinkriegen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so wichtig ist, dass man das jetzt in der Zeit hinkriegen muss. Das ist halt auch so diese große Preisfrage. Oh, wow, 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 wow. Jetzt sind wir ja doch ganz schön am Arsch. Irgendjemand schießt uns hier ab, ja. So, jetzt haben wir das nicht geschafft von der Zeit. Jetzt frage ich mich, was jetzt ist. Das Ziel sollen wir jetzt verteidigen. Dann gehen wir jetzt mal schnell zum Ziel hin. Kann sein, dass jetzt die Assassinen herkommen. Also diesen Fall hatte ich jetzt noch nicht. So, okay. Er wandert auch noch. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Hier oben scheint ein Ziel zu sein. So. Bist du weg vom Fenster, wenn du so blöde guckst. Ja, also dafür haben wir jetzt die Belohnung halt nicht geschafft. Also es waren plus 200 Pfund Belohnung, wenn wir das in der Zeit geschafft hätten.